heute John Leander, weil er leider nicht zur Aufführung kommen kann. Die Milch heute zum Kaffee war nicht mehr so gut. Er hat ganz schlimmen Durchfall. Er sitzt jetzt gerade da draußen. Auf dem Klo. Es tut ihm furchtbar leid, dass er nicht dabei sein kann. Aber wir haben sein vollstes Vertrauen. Gute Besserung, John Leander. Nee, nee, er kommt noch. Das war ein Scherz. Er holt sich noch einen runter und dann kommt er. Wichsen hilft gegen Lampenfieber, sagt er. Das sollte nicht allzu lange dauern. John Leander wird jeden Moment hier in diesem Raum auftauchen. Tut dem armen Kerl doch einen Gefallen und macht gut mit. Sein Selbstvertrauen ist nicht sehr groß. Gerade vorhin hat er noch laut geweint. Hoppla! Jetzt geht's los!
ihre Bandi. Erkaufen sie mir Kleid und Bandi. Du verordnest sie mir so glanzig. So glanzig! Hey, du schaust auf Standby. Ich schwing Glück ins Standbein. Schreibe nach Hause bleiben, über der Woche nicht weg vom Tanzpreis. Dann nur schlafen nach dem Daylight. Wohne im Paradies zu machen. Hab kein Kabel bis Daylight. Ich verlange wie zum Wasser. Wir wollen es kosten, mit Essigs Büffel. Und wenn es ganz ist, gib ins Büffel. Kannst du noch nicht, nur die Auto an. Jesus Christ, Supercar, ja! Yeah!
I'm gonna take my time. She gon' get hers before I'm gonna take it slow. I'm not gonna rush the stroll so she can get a sexual eruption. So I can get a sexual eruption. So we can get a sexual eruption. Aktueller Lieblingssong Sexual Eruption von Snoop Dogg. Davor wurde meine große Abschiedsshow gezeigt. Und jetzt gibt es einen introspektiven Teil. Eigentlich ist es so. Ich kann jetzt zwar all dieses Zeug auffahren und eine super Show veranstalten, aber einen einfachen Satz aus der Theaterliteratur zu sagen, das gelingt mir nicht. Ich bin unruhig. Ich kann diesen Satz jetzt natürlich sagen, aber ich kann ihn nicht meinen. Ich kann nicht in einem Theater auf einer Bühne stehen, in einem Stück, in einer Figur und dann diesen Satz meinen. Ich bin unruhig. Ich bin unruhig. Warum kannst du denn diesen Satz nicht meinen? Warum du diesen Satz nicht meinen kannst. Was? Ich sag's dir. Du kannst diesen Satz nicht sagen oder meinen, weil du ein Schisser geworden bist. Ah, nein, ich bin kein Schisser geworden. Doch. Schau. Ich hatte auch Angst. Aber bei mir ging's trotzdem. Wer war hier das große Schauspieltalent? Ja, das war ich. Wer hat die alten Preise gewonnen? Das war ich. Ja, die 20.000 Franken auf deinem Konto, die kommen von mir. Zwei Stipendien, der Solopreis am Schauspielstudentreffen. Den Treffen aller deutschsprachigen Schauspielstudierenden. Ah, was hat die Jury gesagt? Ein Darsteller, der eine Figur entwickelt hat, die Schwule hasst, das Wort homophob nicht aussprechen kann. Wie aber dann die Hand eines anderen hält, entsteht eine Welt aus Abgrund und Sehnsucht. Und ich sag's dir, das war der geilste Moment in meinem Leben. Ich sitze da im Publikum mit 500 anderen Studierenden und die haben alle auch ein bisschen die Hoffnung, dass sie jetzt diesen Preis gewinnen. Ein Darsteller, der eine Figur entwickelt hat, die Schwule hasst, und da wusste ich schon, dass ich das sein werde. Ich schaue mich um mich meine Klasse, und die brauchen alle ein bisschen länger, bis sie es raffen.
Das bist du, Can. Ja. Dreh mich um, schau in den Saal hoch. Und die klatschen alle. Die freuen sich auch. Aber in den Gesichtern, da sehe ich den Neid. Warum er? Die untalentierten Pisser. Dann mach dich das ganz sentimental, wenn du daran zurückdenkst und kokettierst damit. Das war mein Höhepunkt als Schauspieler. Was bist denn du für ein Arschloch? Du hast nichts, rein gar nichts daraus gemacht. Es hätte der Anfang einer großen Karriere sein können. Aber nein, du hast jetzt gemerkt, dass du eigentlich gar kein so guter Schauspieler bist. Ich war der Beste. Ein Augenzwinkern und der ganze Saal hat getobt vor Lachen. Wenn ich Hunger hatte, dann hatte das Publikum auch Hunger. Ja, so ging das. Ich hatte alles unter Kontrolle und alles stand mir zur Verfügung. Du hast danach 3 Jahre mit Sinnsuche verschwendet. Du müsstest jetzt in einem Theater sein. Die haben mir den Preis gegeben, weil die dachten, aus dem wird was. Aus dem wird ein verdammt grandioser Schauspieler. Tja, die haben den Preis dem Falschen gegeben. Da ist ein Irrtum vorgefallen. Du sollst den Preis eigentlich zurückgeben. Ich mach das sonst für dich, Stein. Liebe Jury, tut mir leid. Ich würde gerne meinen Preis zurückgeben. So ein Diplom, so ein Schein. Ich würde gerne meinen Preis zurückgeben. Mit 300 Euro auch noch drauf. Ich habe mich nämlich gespart. Die gebe ich gerne zurück, weil ich bin eigentlich gar kein guter Schauspieler. Ich bin eigentlich ein ganz schlechter Schauspieler. Und dann geben die dir wahrscheinlich gleich nochmal einen Preis, weil er so gut deinen schlechten Schauspieler gespielt hat. Dabei bist du wirklich schlecht. Weil es gibt Studierende, die haben damals keinen Preis gewonnen und die sind jetzt in Hamburg, Wien, Berlin, München, Zürich. Ja, aber ich will da doch gar nicht hin. Du spielst so gerne Theater. Warum gibst du das auf? Ich habe letztens diesen alten Film gesehen. Top Gun. Geiler Militärfilm, habe ich mir gedacht. Denkst du? So viele Schwuchteln gibt's nicht mal an der Gay Parade. Sogar die Ische im Film muss sich wie ein Mann anziehen, damit sie den Herr Maverick abkriegt. Und dann heißt sie auch noch Charlie. Charlie! Ist doch ein Männername! Du bist 100 pro eine Transe! So. Jetzt du. Zeig mir den Gewinner. Zeig mir den Killer. Komm raus aus deinem Loch. Come on, so Solo-Träger. Du kannst es noch. Okay, okay. Mach die Stelle mit dem Feuerball. Stille. Stille. Mann, ich frage schon bei diesem ersten Wort Stille. Die hören das nicht mal. Ich kann das hier nicht ernsthaft sagen. Ich bin da total anti. Jetzt stell dich hin und geh dich hin. Warum schützt du dich? Du darfst dich nicht verstecken. Wir sind die Schwämme. Wir saugen alles auf und quetschen uns dann auf der Bühne aus. Du darfst nichts zurückhalten. Es geht hier nur um die Sache, den Inhalt, die Message, die Botschaft, die Erzählung, das Publikum, die Mitspieler. Es geht nicht um dich. Das Theater ist viel größer als du. Und wenn du dich dem nicht aussetzen willst, dann hast du vielleicht auch auf der Bühne gar nichts zu suchen. Und überhaupt, wer auf der Bühne was sucht, da hat er schon mal gar nichts zu suchen. Behaupten sollst du, das bläuen sie dir ein. Du hast hier die Erwartung, dass wenn du den Mund aufmachst, gleich die perfekte Gefühlswelt losgeht. Sag das einfach mit ein bisschen Überzeugung. Stille. 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 Gar nicht so schwer. Stille! Aber es ist sogar überrascht. Da lacht sie. Ein Wort, bisschen Humor. Ich auch noch das Augenzwinkern. So. Also, wenn der Scheißtext, den Scheißtext hast du sogar selber geschrieben. Nee, den hast du geschrieben. Geh mal weg da, ey. Stille. Ein Feuerball aus Licht und Schmerz. Kein Geräusch durchdringt die flirrende Luft. Nur ich und der Feuerball, der weiß glühend über mir schwebt. Meine Haut beginnt zu schmelzen, meine Haare brennen. Ich leuchte hell und schiebe langsam auf den Kern zu. Mein Körper ist nicht mehr. Die Schmerzen sind vergangen. Ich bin 2 Augen
in einem gigantischen Strudel. Das Licht wird greller, bis ich nur noch weiß sehe. Träumst du manchmal davon, was du später mal sein wirst? Was ich später sein werde? Werde ich denn nicht ich sein? Meine Fresse, klar habe ich damit gewonnen. Das war nicht einfach nur ein Text. Das war eine fucking Prophezeiung. Our next guest is an Academy Award nominee and star of the show that just won an Emmy for Outstanding Drama Series. Please welcome Jihan Leander Batic. Das ist doch scheiße ohne Musik. Das ist auch scheiße mit Musik. Das ist sehr persönlich. Super peinlich. No, don't be shy. Just be yourself. It's going to be all right. Ich will aber nicht. We want to know everything about you. Tell us all about your dreams. Yeah, true. I mean, I ask myself this question every day. Why me? I mean, look at me. You, the audience, and you, Stephen, you see me in real life, right? I'm a normal guy. Nothing fancy, just an everyday guy. So, you know, I have literally no idea how I became this, like, kind of mystical, sensual kind of sex symbol. But, you know, I mean, I don't mind. I'm in a wonderful, healthy relationship with my beautiful, loving, caring wife. And I love my kids. And, I mean, they surely don't care whether I'm sexiest man alive, 2000 and... Was weiß ich? Ich will das auch eigentlich gar nicht. Das hilft mir manchmal beim Einschlafen. Nein, sowas musst du ernst nehmen. 2034 hast du gesagt, ja? Das wäre ja dann in 15 Jahren. In 15 Jahren wärst du also gerne Sexiest Man Alive. Wärst für einen Oscar nominiert. Und hättest einen Emmy für die beste Serie gewonnen. Ja? Okay, das ist ein Wunsch, den kann man haben. Beim Aussehen kannst du nicht mehr viel machen, da bist du schon ziemlich am oberen Limit. Vielleicht ins Fitness. Aber beim schauspielerischen Erfolg, da kannst du etwas tun. Nein, du müsstest da ja irgendwie nach Amerika kommen. Lernst du besser Englisch? Gehst du an Castings in den USA, bewirbst du dich für eine Schauspielschule dort, oder du musst dich auch weiterbilden, liest du Bücher von Susan Batson, David Mamet, Keith Johnstone, Strasberg, Stanislavski, Meisner, Michael Caine, Stella Adler, ich hab dich schon lange begraben, dich gibt's gar nicht mehr, du bist ein Zombie! Du bist doch der Untote von uns Zweien. Ich hatte wenigstens einen Traum. Und du? Wir haben ja eine gemeinsame Aufgabe, unser Studium zu beenden, den Master zu machen. Aber den kriegst du ja eh. Die sind doch froh, wenn sie dich endlich los sind. Bevor du die neuen Studierenden noch vor dem ersten Schultag in die Depression treibst. Allein mit deiner Anwesenheit, du trauriges Schwein. Mit jedem Satz, den wir hier sagen, kommst du dem Ende ein bisschen näher. Und was passiert danach? Komm, lass mich doch in Ruhe. Ich habe einen Plan. Ich sag jetzt einfach mal nichts mehr. Tschüss.
schaue mir ein wenig die Leute an, wie so alles gekommen ist. Ja. Deine Eltern sind sicher stolz auf dich. Oder schau mal da, Tabea. Die geht jetzt ans Stadttheater, die hat's geschafft. Ich muss jetzt hier dir zuschauen. Traurige Sache. Was die sich wohl denken mag. Die arme Sau. Also beide. Du, weil du hier gerade deine Karriere in den Sand setzt und sie, weil sie dir dabei zuschauen muss. Dabei kann sie nicht mal weg. Weil es wird total auffallen, wenn sie jetzt da aufhört. Ich würde es jetzt auch merken. Gian Leanders große Passion. Er schaut gerne The Office auf watchtheofficeonline.com. Er hat die Serie in den letzten 1,5 Jahren 4-mal komplett durchgeschaut. Das sind 4-mal 200 Episoden. Mittlerweile kann er auch alles auswendig. Eine wahrlich beeindruckende Leistung. Die Frage, die sich stellt, ist nun: Hat er auch so viel Einsatz fürs Theater gegeben? Die Antwort ist nein. Warum? Weil es ihm nicht wichtig genug ist. Er behauptet zwar, Theater sei voll sein Ding, aber man merkt halt leider nichts davon. Machen wir. Und ich werde dann. Ich werde nicht aufbilden. Es ist mir sehr unangenehm da. Und mega peinlich. Und ich habe einfach keinen Bock mehr, irgendwelche Regieanweisungen zu befolgen. Da so blöd müssen sie klicken, nur damit man meine Noten etwas besser gespürt. Meine Anstrengung in der Stimme. Dabei habe ich mir die Regieanweisung sogar selber gegeben. Los geht's. Täuschen wir die Welt mit einer Vorstellung, die Unschuld heißt. Ich bin bereit und spanne jeden Muskel für das Verbrechen. Du, Falschgesicht, verstecke, was du, mein Falschherz, weißt. Ich meine, wie soll ich so einen Tag... Ich glaube, beim Wort Text ein Fehler im Text war, das ist gut. Ich meine, wie soll ich so einen Text sagen? Ich meine, jetzt geht es ja, will ich nur vorspielen, wie ich würde spielen. Ich habe jetzt die Ausbildung gemacht und ich habe jetzt plötzlich Schauspieler geworden. Ich finde es einfach nur komisch, wenn ich das sage. Ich bin Schauspieler. Ich finde es alle noch cool. Unerträglich. Ich bin einfach nicht. Ich bin kein Schauspieler, mein Herz ist nicht dort. Ich kann mich nicht verstellen und es mir glauben. Das ist mir fremd geworden. Und darum sage ich, ich sei kein guter Schauspieler, weil ich mir mein eigenes Spiel nicht glaube. Ich meine, natürlich kann ich mich bewegen und Haltungen spielen und sprechen. Aber es ist einfach nicht echt. Und ja, natürlich ist Theater nicht echt.
Aber wenn bei mir ist es auf die falsche Art gedacht. Irgendwie fake. Und dann habe ich das Gefühl, ich sei ein Lügner. Weil, wenn man ins Theater geht, dann gibt es wie die Abmachung, dass man an das, was auf der Bühne passiert, glaubt. Ich meine, wenn ich jetzt da würde den Macbeth spielen, dann würde niemand von euch denken so, hä, aber das ist doch der Can Leander. Also man akzeptiert hier, aber das ist jetzt total logisch irgendwie, man akzeptiert, dass ich dann der Macbeth bin. Und wenn jetzt aber einer im Publikum oder einer nicht daran glaubt, dann bin ich, nicht so schlimm. Aber wenn einer auf der Bühne steht und die ganze Zeit denkt, hä, aber ich bin doch der Can Leander, das ist gar nicht, warum muss ich das machen, das ist gar nicht, das fühlt sich total falsch an, und warum muss ich jetzt an meinen Arm lüpfen, und warum muss ich da vorne schauen? Dann bringe ich die ganze Konstruktion zum Einsturz. Und ich meine, dann bin ich eigentlich sogar ein Verbrecher. Weil die deutsche Theaterlandschaft ist ein Weltkulturerbe. Das muss schützen. Darum möchte ich das niemandem antun. Das möchte ich euch antun, meine Mitspieler nicht und auch nicht mehr selber. Ich glaube, ich weiß, wann ich gemerkt habe, dass es nicht mehr geht. Das war auf einer Probe vor 3 Jahren. Ich hatte da schon seit einiger Zeit ziemliche Kopfschmerzen und wollte an dem Tag irgendwie nicht mitmachen. Und ich saß dann da auf der Tribüne und habe den anderen beim Proben zugeschaut. Und da habe ich angefangen zu weinen. Die ganze Probe habe ich geweint. Und keiner hat es gemerkt. Da muss ich irgendwie gespürt haben. Da muss ich gespürt haben, dass was anders ist. Weil danach konnte ich nie mehr so spielen wie davor. Da war es irgendwie weg. Wer hat denn da geweint? Du oder ich? Wahrscheinlich beide. Also das war das einzige Mal, dass ich an der Schule geweint habe. Also das einzige Mal, dass ich wegen der Kunst geweint habe. Ich habe noch ein zweites Mal geweint, aber da war ich einfach ein Idiot. Das war hier im ersten Jahr, an unserer ersten Weihnachtsfeier, die haben wir organisiert. Und da habe ich für die Party habe ich die Rauchmaschine aus dem Techniklager geholt und hier den ganzen Saal, den Saal hier, voll zugenebelt. Und dann ging der Feueralarm los und keiner wusste, wie man den ausschaltet. Und dann kam die Feuerwehr mit einem Großaufgebot, 2 Fahrzeuge, Leiterwagen, 10, 15 Feuerwehrleiter. Es war ein riesen Gewusel hier. Und ich saß da draußen, völlig am Ende mit der Welt, hab geheult. Die Klasse hat mich getröstet. Und danach hat die ganze Klasse, um die Kosten für den Feuerwehreinsatz, 2000 Franken, abzuzahlen, hat Straßenmusik gemacht. Und ich arsch mich nicht mal mit. Ich konnte kein Instrument. Bei Nasenflöten spielen habe ich erst später gelernt. Im 3. Jahr. Gut, dann habe ich erst 2 Mal geweint. Okay. Und den einen Tränen gebe ich eine höhere Bedeutung und die anderen hätte ich beinahe verdrängt. Ist doch total zufällig. Ich gebe meinem Studium im Nachhinein eine Dramaturgie. Im ersten Akt will ich Schauspieler werden. Im 2. Akt habe ich eine Krise und im 3. Akt kommt die Katharsis. Ich erfinde eine Geschichte, wo es vielleicht gar keine gibt. Ich meine, es sind Sachen passiert und jetzt stehe ich hier und am Sonntag schaffe ich alles Zeug hier weg und am Donnerstag ist schon meine Diplomfeier, danach räume ich meinen Spind, dann habe ich fertig studiert und dann kommt wieder was anderes. So, ich glaube, das war's. Der introspektive Teil ist jetzt vorbei. Jetzt kommt die Katharsis.
Das ist eine Schildkröte. Und die habe ich angezogen, kurz bevor ich angefangen habe zu studieren. Und die habe ich seither immer getragen. Selbst zu Auftritten. Da habe ich sie unter dem Kostüm versteckt. Oh. Okay, gut. Einmal bin ich mit der Uhr auf eine Probe angehängt. Und da habe ich sie abgerissen und da habe ich auch geweint. Da war so dreimal geweint. Kunst, Feuer, Schildkröte. Genau, die hat mich beschützt, die Kette. Oder zumindest dachte ich, dass sie mich beschützen würde, weil ich weiß ja nicht, was passiert wäre, wenn ich sie nicht getragen hätte. Sie hat mir Vertrauen gegeben und den Glauben, dass alles gut kommt. Und jetzt komme ich hier zu einem Abschluss. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich mir etwas Neues suche. Einen neuen Begleiter. Die Zeit der Schildkröte ist vorbei. Ja, ich leg die da auch. Das ist mein Abschied. Das ist mein Abschied von euch, von der Schule und von der Bühne. Heute Abend ist mein letzter Auftritt. Überhaupt. Das war's. Ein Chor von Kindern mit Engelsflügeln auf den Brücken und Engelsstimmen im Mund stolpert herein und singt ein wunderschönes Lied. Jetzt weinen alle. Ich tanze zu einem eigenen Rhythmus. Meine Tränen glitzern im Scheinwerferlicht. Für einen ganz kurzen Moment ist alles vergessen. Die Kämpfe, die Ängste, die Zweifel. Was bleibt, ist ein Flackern. Ein Flackern Zuversicht. Das Theater kommt zur Rettung. Schon wieder. Und darum geht's ja letzten Endes auch. Und wenn es eines gibt, das ich sagen möchte, nach 5,5 Jahren Studium, dann ist es das. Feiert die Fantasie. Feiert die Regellosigkeit. Feiert das Theater. Dieser unmögliche Ort, wo niemand jemals sagen wird, hä, das ist jetzt aber nicht die Wahrheit. Weil es egal ist. Hier kann alles sein. Mein Sohn. Du schaust dir ganz verstört, bestürzt, als hättest du dich erschreckt. Du freu dich nur. Die Zauber sind vorbei. Da unsere Mimen, wie ich dir sagte, waren alle Geister und sind aufgelöst in Luft, in dünne Luft. Und wie dies körperlose Traumgewebe, so die wolkenhohen Türme, die Paläste, die stillen Tempel, selbst der Erdenball, ja, alles, was an ihm nur Teil hat, wird zerfließen. Und, wie dies seelenlose Schauspiel schwand, vergehen ohne Spur. Wir sind vom Stoff, aus dem die Träume sind. Und unser kleines Leben beginnt und schließt ein Schlaf. Herr, ich bin unruhig. Mein alter Kopf geht um. Seid nicht beunruhigt über meine Schwäche. Sofern ihr wollt, geht und ruht euch in meiner Zelle aus.
ich gehe hier auf und ab, bis sich das Hämmern legt im Kopf.